Viel Geld haben wir? 6.000. Unser Dude müsste mal wieder arbeiten gehen, damit wir ein bisschen Kohle verdienen. Sonst wird das nichts. Wieso geht's dir denn so schlecht, wenn du Hunger hast? Ja, hättest du was gegessen, Typ? So genug da. Stell dich mal nicht so an. Und was ist da jetzt? Obstsalat? Das Obstsalat? Ja. Einmal Obstsalat. Ja, denn. So, du kannst jetzt noch schlafen. Das sollte kein Problem sein, dass du komplett ausschläfst. Du? Wäre ganz gut, wenn du ausschläfst. Und sieht eigentlich auch gerade noch ganz gut aus. Außer Baby Ranma macht wieder alles kaputt und schreit. Dann wird das nichts. Du musst einmal pipi. Wer ist das? Ich muss mal raus. Hast du Lust, mit mir ins Restaurant zu gehen? Nein. Ich muss hier mich um meine Kinder kümmern. Ich kann nicht weg. Meine Frau schläft. So. Was musst du für deine Karriere noch machen? Ah ja, stimmt. Die eine Behandlung und dann ist das auch durch. Ja, denn, was machst du jetzt? Den Müll rausbringen? Ja, gut, okay. Wenn du da Bock drauf hast, dann bring doch mal den Müll raus. Soll mir recht sein. Dann spulen wir mal ein bisschen vor, bis die Leutchen hier ausgeschlafen haben und es ihnen wieder super duper mega gut geht. Hoffe ich. Und dann können wir bald Baby Ranma altern lassen. Oh no, Baby Ranma. Baby Ranma macht wieder alle wach. Oh no, oh no. Und Baby Ranma ist traurig. Und Helorion hat Hunger. Gib du doch mal Helorion was zu essen. Der hat nämlich Hunger. Hier. Scheiß auf die Bären. Gib was zu essen. Wie, du hast keinen Hunger? Gibt's ja wohl nicht. Level 2 der Denkfähigkeit? Warum? Erst schreit das Baby, dann schreit das Kleinkind. Hier geht's zu. Lorion hat auch keinen Bock mehr. Baby Ranma geht's wieder gut. So, er kriegt jetzt was zu futtern. Schaut's mit dem Rest aus. Danach kann man ihn auf jeden Fall baden, denke ich. Und aufs Klo wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Ist noch alles in Ordnung mit dir? Gucken, wie er ihn gleich zur Sau macht. Und zwar beide. Okay. Dann baden wir dich halt zuerst. Ja, dann wirst du jetzt gebadet. Danach kannst du aufs Klo gehen. Und dann kriegst du vielleicht was zu essen, nachdem du es eben weggeschmissen hast. Aber nun gut. Vielleicht hat er auch einfach keinen Bock auf Essen. Man weiß es nicht. Und er hängt wieder vor der Glotze, oder was? Ah, ne, er macht sauber. Na gut. Das soll er ruhig mal machen. Er kann ja auch mal was beisteuern. Das kann man auch mal sauber machen. Zack, einmal durch die Luft gedreht. Illyrio geht brav aufs Klo. Dann kannst du einmal hier sauber machen. Schadet nämlich nicht. Das wird gerade gemacht. Snow? Alles klar bei dir? Offensichtlich nicht. Oh no! Oh no! Die Baby! Ranma kreist schon wieder. Gib Ranma was zu essen. Der arme Ranma. Voll am Verhungern.
Und Snow steht da immer noch. So. Wenn er dann soweit ist, kannst du ihm nochmal versuchen, was zu essen zu geben. Vielleicht will er es ja jetzt. Bin mir noch nicht so sicher. Oh, wie er sich freut. Ja, du hast Hunger, ne? Aber du hast es eben weggeschmissen. Selber schuld. Ja? Jetzt willst du essen? Bist du dir sicher? Ich will ja wegschmeißen. Er hat doch eben das Ding hier sauber gemacht. Warum ist das schon wieder dreckig? Der Typ. Der kann doch gar nichts. Der kann... Nix kann der. Wozu haben wir den? Zum Geld verdienen ist auch alles. Mehr kriegt er nicht auf die Reihe. Los, gib mal was zu futtern. Vielleicht ist das jetzt. Dann kann er vielleicht noch ein bisschen spielen. So, was mit dir? Du könntest auch noch mal eben was essen. Eventuell. Solange noch alles ruhig ist, kann man das mal angehen. Wie viel haben wir denn noch? Müssen wir mal wieder kochen, ne? 3, 4. Ja, wir können auf jeden Fall noch eine Portion dann machen, wenn wir mal Zeit haben. So, jetzt kannst du ihn dann eigentlich mal da rausholen, wenn er fertig ist. Ishi. Sieht auch echt seltsam aus hier. Wieso macht man das? Was schreist du so? Oh, bist du durch? Du bist durch. Guck mal das Kind hier raus, bitte. Weil eigentlich sollst du ihn rauslassen. So. Einmal aus dem Gefängnis befreien. Dann kann er nämlich hier noch ein bisschen spielen. Und zwar Kleinkindervideos gucken. Ein bisschen. Weil er ja dann auch ziemlich bald schon schlafen muss. Huch, nicht umfallen. Hast du das Tablet eingesteckt? Macht Sinn. Was hast du denn jetzt für ein Problem? Du wirst dazu gucken. Soll mir recht sein. Er guckt letztendlich genau das gleiche, was im Fernsehen läuft. Das sind Kleinkindervideos. Aber er weiß trotzdem schon, was er mit dem Tablet anstellen soll. Er steht wirklich so dran. Und tippt da drauf rum. Also, klug ist er definitiv. In dem Alter. Scheint auf jeden Fall alles ganz gut zu funktionieren. So. Ranma quakt vor sich hin. Hilorian ist glücklich. Läuft doch alles. Hast du denn jetzt auch eine Fähigkeit? Ja. Das läuft doch ganz gut. Wieso quatscht du ihn jetzt voll? Er hat gerade so schön Videos geguckt. Quips, Drifts, Sway. Du brauchst ihn jetzt nicht hochheben. Oh, Level 2. Dann kannst du ihn jetzt gerne mal ins Bett bringen. In den Schlaf lesen, bitte. Und dann müssten wir ja auch bei Tag 2 sein, oder? Wenn er aufwacht. Ja. Dann können wir eigentlich das nächste Baby machen. Wir müssen ja vorankommen. Also muss Baby Nummer 3 gemacht werden. Vielleicht kriegen wir das ja heute sogar noch auf die Welt. Bringst du ihn jetzt ins Bett? Offensichtlich nicht. Wieso müssen wir ihn immer hochheben? Du sollst ihn ins Bett bringen.
Das Bett ist hier. Brauchst du nicht hochheben. Das kriegt er gerade noch selber hin wahrscheinlich. Schmeiß das Tablet in die Ecke. Was ist denn los mit dir? Wieso passt das Tablet hier nicht mehr hin? Das lag vorher auch hier. Kann ich das Tablet jetzt verschieben? Ich kann das Tablet nicht verschieben. Warum nicht? Ich kann das Tablet ins Regal legen. Zur Hölle. Leg mein Tablet auch mal ins Regal. Sehr schön. Dann kannst du eigentlich ins Bett gehen. Bisschen Schlaf holen. Den Fernseher können wir ausschalten. Der braucht keine Sau. Und er muss morgen zur Arbeit, denke ich. Ja, morgen muss er wieder. Dann kriegen wir auch wieder mehr Kohle und können oben vielleicht zumindest das Badezimmer schon mal machen. Weil wir dann doch so langsam aber sicher vielleicht zwei Badezimmer gebrauchen könnten. Ist, glaube ich, nicht verkehrt. So, du schläfst. Ranma geht's auch gut. Läuft doch supi. Was ist denn dein Problem jetzt? Oh, er ist am PC. Was machst du da für Blödsinn? In Foren provozieren. Ja, super. Du brauchst ihn nicht hochheben. Vielleicht solltest du auch rechtzeitig ins Bett gehen. Was hast du eigentlich für beschrieben? 2 Stunden Musik hören und 6 Stunden Musik üben. Ja, das ist natürlich bitter. Wir haben weder Musikinstrumente noch ein Radio, wo du Musik hören könntest. Baby. Baby. Ranma hat in die Hose gemacht. Und dann ist Hilorion auch aufgewacht. Oh nein. Kannst du ja eben aufs Klo gehen, wenn du schon wach bist? Wieso gehst du jetzt? Danke. Bitte einmal aufs Klo laufen. Wenn du schon wach bist, schadet nicht. Ja, ja, Hilorion ist ein bloßes, kleines, armes Kind. So schlimm geht's ihm jetzt auch nicht. Er ist nur eben aufs Klo gegangen. Stellt euch mal nicht so an hier, ne? So, und dann kannst du ihn bitte wieder ins Bett bringen, weil er ist dann doch noch ein bisschen sehr müde. Baby Ranma hat ihn einfach geweckt. Weil, wir wissen ja, Ranma ist immer schuld. Der hat triefende Socken. Das ist natürlich bitter. So, wenn du das gemacht hast, dann kannst du hier sauber machen, weil hier sieht's aus wie bei Hempels unterm Sofa. Wo rennst du jetzt hin, Typ? Warum machst du das denn jetzt zuerst? Bist du ein bisschen blöd? Du solltest ihn ins Bett bringen. Bist schon ein bisschen blöd. Das arme Kind wartet nur auf dich. Oh, geht auch ganz alleine schlafen. Selber schuld, weil du so lange gebraucht hast, Typ. So voll verbuggt hier. Typisch Sims. Was ist jetzt los? Ranma IP ist älter geworden. Ganz von alleine. Was machen wir denn aus ihm? Engelsgleich, albern, heikel, wild, Charmeur, neugierig oder unabhängig? Was meint ihr? Anhänglich hatten wir bei Hilorion.